Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC 10. Und es geht rein in den zweiten Teil der Estonia Rally oder aka Estland oder Lettland? Lestland. Und wir bleiben in der Nacht. So wie es aufgehört hat, so fängt es an. Obwohl, nee, wir haben aufgehört mit Sturmbedingungen. Das ist an sich schon dunkel, egal welche Tageszeit. Aber jetzt sind wir in der Nacht und Obacht, ich tue es diesmal, ich tue es wirklich. Ich wechsle die Reifen. Boom, Chakalaka. Yes. Und raus. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 30, links vor 50. Ach, instant rein in den Spaß. Links 3, kurz 30. Rechts 3, macht zu in links voll 30. Opa. Kurzer Hupfer. Rechts voll Sprung und Achtung, rechts 4 Mittel macht zu 30. Links 4 macht zu in rechts 6. Und links 4 macht zu in rechts 3 kurz 80. Abzweig links 1 lang in rechts voll 30. Oh, ich dachte, es geht hinterm Schild vorbei. Bisschen vertan. Oh, die Kurve ist länger als gedacht. Rechts 3 nicht schneiden, in links 2, 30. Da sind die coolen Bagger. Coole Bagger. Und rechts 3 kurz, in links 2. In rechts voll, in Bremsen, Sprung und scharf links nicht schneiden. 50. Nochmal coole Bagger. Sprung in den Tod. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Das hätte ich nie machen sollen. Das hätte ich... Nicht der richtige Weg. Ach, was. Ich bin durch eine Absperrung gefahren. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Nach der... bei der Sprungzeit. In links 3, in rechts 4, macht zu, über Kuppel 50. Rechts 5, über Kuppel mittig halten, 50. In rechts 5 kurz, in links 4 macht auf, lang. Oh, ich konnte nicht geil lenken, weil ich einfach mit der linken Seite in der Luft war. In Überkuppe rechts 5 kurz, macht zu, in Überkuppe. Bremsen, in rechts 3 krasseste macht Kuppe zu. Der Welt, die Überkuppe. Links 3 kurz, innen halten, rechts 5 macht zu, in links 3 macht zu, über Kuppel 20, links 4 über Kuppel. Links 5 macht zu, in rechts 4 kurz. Und links 6 Verengung, in rechts 4 kurz, Verengung, in rechts 3 macht zu und rechts 6 in rechts 3 kurz. Und links 5 macht zu, kurz 30. Achtung, scharf rechts macht auf und links vor. Ja, der Frontriebler rettet mich gerade echt aus den schlimmsten Situationen gerade raus. Mega. Aber trotzdem, rechts 6 über ich will langsam den Allrad fahren. Links 3 innen halten. Rechts 4 macht zu. Links 5 macht zu, in links 4 macht zu, 30. Rechts 5 Verengung und rechts 5 oh, es sind wieder 10 Sekunden. Und links 5 kurz, in rechts 6 Verengung und links 5. Rechts 6 lang, Überkuppe macht zu. Und links 6 bremsen, in rechts 4 leicht schneiden. In links 6 innen halten, rechts 5 oh, nicht die kommt ja jetzt schon, die ziehen. Kurve. Wow. Ah ja, es ist natürlich, wir sind kurz vom Ziel, deshalb kommt auch hier der grobe Schnitzer. Hello. Nachteule, absolvieren Sie. Ich hab irgendeine Lackierung freigeschaltet. Eine Farbe habe ich freigeschaltet im Lackierungseditor.
46 Sekunden. Immer noch zu viel. Die KI muss höher geballert werden auf 200 von 150 möglichen KI-Skillpunkten. Aber es wird wieder repariert. Oh. Bremsen 1%, Scheinwerfer brauchen wir, glaube ich, eh nicht mehr. Frontbumper 94%. Ja gut, das wieder Teil auswechseln. Nee, damit mit der Auswahl bin ich zufrieden. Jetzt gehen wir Lucia wieder mal kurz in die Reifen rein. Rein mit dir, rein mit dir und rein mit dir. Und einmal wird es nochmal zu hören bekommen. Rein mit dir. Und raus hier. Ups. Und rein ins letzte Event. 14,03 Kilometer. Jawohl. Oh nein, wir haben einen Sturm. Oh no. Anyway, 5% Asphalt, die werden uns retten. Beziehungsweise eigentlich ich, unter Regenbedingungen eher nicht. Die 95% Schotter, ja, die schon, aber die 5%, die nicht. Aber egal, wir haben, was habe ich gerade gesagt für eine Zahl? 40 plus Sekunden Vorsprung. Das können wir ein bisschen entspannter ne? angehen. Ah, sieht das schön aus. Okay, es wird also während der Etappe anfangen zu regnen. Was sind das denn für Straßen? Aber ein schöner See. Eine schöne, schöne Landschaft. So oben da, oben auf dem Berg ist ein kleines Häusle. Keine Ahnung, nennt man es in Lettland auch Alm? Ich weiß es nicht. Was ist eine Alm überhaupt? Finden wir es niemals heraus. 4, 3, 2, 1. Los! 50, rechts 5, 80. Rechts 6 kurz, im Links 6 kurz. Komm, ich überlege gerade, wir müssen hier eh ein bisschen easier machen. Denn unsere Weichenreifen werden, glaube ich, nicht lange halten. Wow. Rechts 5, Überkuppe, innen halten, links 5. In rechts 5, Überkuppe, innen halten, links 5. In rechts 5, nicht schneiden, Verengung 150. Oh. Ihr Lack rettet. Achtung, links 4, Mittel, macht auf, 30. Rechts voll, mittig halten, Überkuppe, in Überkuppe. Oder wir ballern die Reifen komplett. Ballern die komplett runter, damit es zum Schluss ein bisschen fair bleibt. Links 6 kurz, Überkuppe 100. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, Verengung nicht schneiden, in rechts 4 leicht schneiden. Nicht? Nee, Scheibenwischer. Bodenwelle bremsen in links 2. In rechts 4 innen halten, links 3 macht auf kurz. In rechts 3 in links 3 kurz 80. Wir sind sehr breit unterwegs. In manchen Stellen nutzen wir gerade noch so zu viel Strecke. Also wir sind wirklich immer hart an der maximalen Streckenbegrenzung dran. Zu früh eingelenkt. Rechts 4 macht zu 50. Achtung, rechts 2 mit dem. Oh, das macht ja gar nicht so krass zu. 50. Aber auch im tiefsten Wald, komplett Schotterwege. Aber nee, es gibt Verkehrsschilder. Man könnte meinen, nee, noch nicht mal in Deutschland. Obwohl, doch. Selbst in Deutschland gibt es auf Schotterwege. Links rechts 4, breiter 50. Na, wie heißt die Kacke? Straßenschilder. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts Achtung. Und scharf links 30. Über Asphalt, Achtung, scharf rechts, in rechts 4 kurz schneiden. In links 4 Hello, Rennstrecke. Welle 80. Weiter Röll hat sich die Strecke jetzt gemerkt und ich denke mir so, oh cool, eine Rennstrecke.
Links 3, 150. Rechts 1, schneiden, 80. Links 2, macht auf. In links 3, macht auf. Ja, ich dachte, das geht gut. Shit. In links 4, kurz, über Kuppe, 30. Aber gerade auch rechtzeitig in die nach rechts gelenkt bei der Linkskurve. Sonst hätten wir uns einfach überschlagen. 200. Ich komme mittlerweile echt gut mit der Fronttriebler zurecht. Wenn man mal quer kommt, einfach Vollgas und gegenlenken. Beziehungsweise wieder Richtung dahin lenken, wo du hinfahren willst. Kuppe rechts 5, mittel innen halten. Links 5, über Kuppe mittig halten. In links 5, mach zu. Ja! Au. Nein! Ja! Au! Zurück auf die Strecke. Gefühls auf und ab, wie hier gerade im Sektor. Gibt's hier nicht solche Scheibenaufkleber, Folierungen, die halt so ein bisschen den Dreck weghalten? Das wäre doch mal was. Vor allem, was mir gerade einfällt. Es gibt doch diese Folierungen, die es auch für Autos gibt, dass das Wasser wie beim Lotus-Effekt, ne, wie bei der Lotusblume, einfach so einfach abperlt. Warum gibst du was nicht im Rennsport? Einfach an die Scheibe batzen und die Scheibenwischer geht ja nicht mehr auf die Nerven. Genauso wie die Regentropfen. Kuppe und links 4 macht zu in rechts 4 200. Fels innen scharf rechts in rechts voll über Brücke 80. Yo, ich hab die Kurve voll überhaupt nicht gecheckt. Zum Glück waren der Strohballen. Da wusste ich, okay, Obacht, hier ist irgendwas. Links 5 nicht schneiden und rechts 5 kurz. Links 4 kurz, in rechts 5 kurz, 30. Oh, der Regen kommt. Links 5 Fronttriebler rettet mich. Ah, geile Scheiße. Kurz, Verengung. So langsam mache ich dieses Auto. Obwohl, ich mag schon die ganze Zeit. Da bin ich ehrlich. Tolles Kfz. Links 3 mittel nicht schneiden. Links 4 Verengung in rechts 2. Perfekt! Und rechts 4 innen halten, links 4 macht zu. In rechts 3 kurz und links 6 über Kuppe. Boah, das flutscht aber auch, ey, heilige Makrele. Zu gut gerade, einfach zu gut. 20, scharf links 80. Rechts 6, Mittel macht zu. War aber auch eine Kurve. 3 kurz, Verengung. In links 5, in links 2. Ja, willkommen bei der Realität. Einfach glong. In links 3 und rechts voll. 80. Das war so ein Glong, da hat nur noch der Ersatz gefehlt und hier ist die Tagesschau. Und der ist perfekt. Links 5 kurz, in rechts 6 macht zu 3 kurz. In Überkuppe rechts 3 und links 4 innen halten. Aber ich glaube, ich habe mir irgendwas kaputt gemacht. Klasse! Rechts 3 kurz. Links 3 in links voll Verengung. Mann, meine Scheibenwischer machen es einfach nicht mehr. Ist einfach komplett RIP. In rechts 5 sehr lang. Oh wow, okay, ich mach die doch lieber an. Das ist besser voll kacke als überhaupt nicht. Über Kuppe links 4 innen halten. Route wird berechnet. Wow. Über Kuppe links 3 verengen in rechts 3 macht zu. Ah, zu früh. In links 5, aber der Ansatz war gut. In rechts 5, 30. Scharf bremsen, scharf rechts, Fels innen 30. Sprung in links 4. Rechts 3 innen halten, links 3 Verengung.
Ich sehe die Strecke nicht. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich habe gerade echt Probleme auf der Strecke. Okay, hier ist die Strecke. Alter Vater, einfach die Strecke nicht gesehen. Und rechts 2 in links 3. In links 4 schneiden. Rechts 2 lang, nicht schneiden, macht zu, scharf rechts, ballen innen 120. Ich glaube, das ist jetzt wirklich Hardcore-Regen. In links 2 und rechts 3. Und links 6 in rechts 2. In links 3 innenhalten 30. Ah, es wird wieder besser mit der Sicht. Großer Sprung und rechts. Oh ja, da sehe ich mich. In links 2 schneiden. In rechts 4 50. Cutting. Was denn? Alles gut? Oder nur so ein Red Bull unterstanden, ignoriert. Hui, 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 hui. Ja, das haben wir wohl in the Tash. Die Rallye Estonia. Aber es ist schon wieder 1:18. 1:18 vor dem zweiten. Und ich habe echt gedacht, mit was war das jetzt, 115, 120, war das jetzt ein bisschen ein zu großer Schritt? Nein, er war fucking mäusepupsmäßig klein. Achso, wollte gerade sagen, was soll das hier mit der Musik? Ich wollte nur ins Hauptmenü. Ja, überspringen. Aber ich sehe auch die Junior WRC so ein bisschen noch als Übungsplatz für uns. Obwohl dann die Umstellung von Front auf Allrad vielleicht... Obwohl, nee, ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, von Allrad auf Front, das ist schwierig. Aber von Front auf Allrad, ich glaube, das wird eine gute Umstellung. Von daher, so richtig geht's dann los, wenn wir in der richtigen WRC angekommen sind. Und wir haben wieder... Obwohl wir eine Rally beendet haben, nur ein Erfahrungspunkt bekommen. Jetzt von Level 9 auf 10. So, jetzt können wir auch endlich mal mit den harten Reifen fahren, obwohl... ich komplett mit den Weichen kein Problem hatte. Okay, gut, wir sind Stufe 12. Das heißt, wir haben jetzt doch wieder 3 Fähigkeitspunkte bekommen. Oh. Eieiei. Wir haben sehr viele Ausrufezeichen. Ja, shut up and take my money. Es sind nur 8.900 Öcken. Woher, ja, gut, das sind, was waren das, 700 Öcken weniger als letzte Rallye. Obwohl, so viel haben wir eigentlich nicht beschädigt. Einige aktive Mitglieder haben die maximale Erschöpfungsrate erreicht und werden jetzt in Reserve geschickt. Cool, 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 cool. Alle werden in Reserve geschickt. Cool, 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 cool. Dann würde ich nochmal sagen, rein in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Da hieß ja vorhin noch irgendwas, dass ich irgendwas noch nicht drin habe, aber... Was denn? Nee. Ja? Influencer. Dann heißt es irgendwie, Rabattcode von 2% kriegt ihr auf irgendwelche Nahrungsergänzungsprodukte. Gott, oh Gott, muss hier weg. Ja, scheiß die Wand an. Senkt alle Kosten. Warum können wir das nicht machen? Was hindert mich daran? Nichts. Das sah gerade so komisch ausgegraut aus, so. Als ich dazu irgendwie nicht befähigt bin. Aber allzu oft heißt das, oder heißt es bei mir, shut up and take my money. Erhöht die Anzahl verfügbarer Events? Ich glaube, nee, das reicht eigentlich aktuell so, wie es ist. Was haben wir hier? Erhöht die maximale Form. Okay, okay, okay. Eine Platzierung unter den ersten 7 in einer Rallye bringt einen Moralanstieg. Ja, 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 ja. Wenn wir in Zukunft einfach immer einen Moralanstieg haben. Erhöht die Chance seltener Crewmitglieder? Nee, erhöht die maximale Form. Machen wir Reparatur, Mann. Oder noch mehr Geld. Oder reduziert die Eventkosten. Das ist auch eigentlich clever.
Und zack, fertig, wir sind wieder arm. Was ist eigentlich das hier? Ach so, man kann nochmal... ne? Es automatisch so aufteilen lassen, falls man diese... Falls man sehr schlechte Augen hat. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Nun. Wo sind wir? Hier sind wir. Was kommt als nächstes? Oh, Toyota Celica. Oi, das Ding ist geil. Ist das nicht auch Carlos Sainz gefahren, das Ding? Weiß ich gerade nicht. Obwohl, wollen wir nicht erstmal hier ein bisschen Erholung? Komm. Ein bisschen Erholung. Und eine kleine Schulung. Nach einer Erholung gibt es eine Schulung und dann ab ins Bett. Dann können wir das nochmal schnell durchlaufen lassen. Und nächstes Event. Rein mit der Schulung. Dann gucken wir nochmal gleich ins Kalender, was sich da getutet hat. Ah, Rally Chile. Das wird interessant. Und danach kommt... Ja, geil. Nächstes Mal also Rally Chile. Können wir jetzt hier noch irgendwas Cooles ändern? Die müssen doch jetzt mittlerweile alle wieder Bock haben. Come on, du hast Bock. Und du hast genauso Bock. Physio hat... Welcher Physio hat mehr Bock? Nee, ich habe nur einen Physio. Okay, gut. Da ist die Auswahl einfach. Ich habe aber zwei Finanzberater. Rein mit dir. Meteorologe müssen wir auch reinnehmen. So, und der letzte Slot geht drauf für den... PR-Manager? Ah, na klar. Rein mit ihr. Ich will hier mehr Slots haben. Wie kriege ich denn hier bitte mehr Slots? Oh, wir haben auf jeden Fall wieder neue Ziele. Verdienen Sie 15.000 in 4 Wochen. Und langfristiges Ziel? Nee, mittelfristiges Ziel. Verwenden Sie bei den nächsten Rallyes den... Okay, wir dürfen schon wieder nicht hart fahren. Ich hab mich so auf hart gefreut. Jetzt darf ich es schon wieder nicht. Ja, geil. Da macht man nichts. Rekrutierung haben wir. Können wir hier noch was tun? Irgendwas Cooles? Ja. Ja. Ah. So, dann. PR-Manager. Und, Mechanic. Zack. Easy Upgrade. So, dann haben wir jetzt alles abgehandelt, was wir abhandeln können. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Und ich wieder mal raus. Haut rein. Bye bye and have a great time. Bye, have a great time.